Und damit herzlich willkommen zu Teach Me How to Overwatch bei Furious Let's Plays mit Biss. Und heute wieder ein neuer Charakter und wir sehen ihn auch schon im Startbildschirm, das finde ich ganz praktisch. Und zwar fangen wir heute mal mit Reinhardt an. Reinhardt kann ich sogar schon so ein bisschen. Hoppala, das wollte ich nicht. Ich wollte natürlich zuerst mal ein Spiel gegen die KI. So wie wir es immer machen, um nochmal ein bisschen reinzugrooven in den Charakter. Warten wir mal das Matchup. Ankunft in Kings Row. Kings Row. Na, mal gucken. Eigentlich wollte ich ja heute Orisa darstellen. Na, Held wechseln, hallo. So, jetzt hat. Eigentlich wollte ich euch Orisa, den neuen Charakter, den neuen Tank-Charakter vorstellen, aber. Man hat so gut wie keine Chance, wenn man so eine Wald- und Wiesen-Internetverbindung hat wie ich, mal ordentlich auf Orisa zu kommen. Keine Chance. Also ich habe da null Chance. Ich nehme auch wieder keine Rücksicht. Mein Gott, haben wir jetzt halt zwei Tanks. Die wollen jetzt natürlich alle Orisa spielen. Aber das ist mir egal. Egal. So. Grüß euch. Was? Was? Aha. Ja, gucken wir uns mal an. Der Schauplatz eines meiner brillantesten Werke. An diesem fühlte ich mich lebendig. Also, ich behaupte jetzt mal, auf den Orisa-Spieler werden wir uns jetzt nicht so verlassen können. Level 8, ne? Ja, ja, ist schon gut. Das ist ein Feuerwerk. Du hast dich immer gut um meine Rüstung kümmert. Versuch sie zur Abwechslung mal nicht in tausend Schleppen zu rücken. Oh je, okay. Das Audio von Orisa ist ja mal sehr lästig. Na, gucken wir mal. Oh, 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 was haben wir denn jetzt? Bisschen leck. Sorry dafür. Irgendwie läuft das halt nicht so flüssig, wie ich mir das gerne vorstelle. Guck mal. Ich werde den Punkt einnehmen. Versuch doch. Ja, los geht's. Bewegt die Fracht. Bewegt die Fracht. Ja, was denn sonst? Freund der Sonne. Wenn wir dran denken, das ist immer noch KI, ne? Also geht mir besser aus dem Weg. Niemanden kommt der Jägerin. Das ist auch was Schönes mit Reinhardt bei diesen Frachtbegleitungen. Auf die Frachtstellen, Schild nach vorne oder Richtung Gegner zumindest. Und den Kollegen, Geschützen und allen drum und dran, die mit dir auf Reisen sind, quasi einfach mal so ein bisschen Schutz bieten. Schon sehr praktisch. Ich glaube, die KI hat sich schon aufgegeben, beziehungsweise wahrscheinlich räumen die da hinten alles auf. Oder da vorne. Die Wacht hat den Checkpoint erreicht. Ja, das ist doch schön. Ich habe die Wacht. Ja, das wird ein schnelles Match. Das ist halt ähnlich wie bei Bastion. Also, gut, normalerweise musst du mit Reinhardt schon so ein bisschen aktiver bleiben. Das machst du keine 375 Mal mit mir. Ich werde einfach hacken. Keine Sorge, Leute! Ich bin euer Schild! Die grafischen Lags bitte ich heute ein bisschen zu
entschuldigen. Ich glaube, das ist da einfach im Moment ein bisschen... auch mit meinem Laptop hier nicht so rund läuft. Da muss ich mal noch mal ein bisschen nachbessern. Aber naja, gut. Highlight des Spiels. Das mögt ihr mal verzeihen. Guck mal hier sowas, ne? Ach, das ist einfach nicht schön. Ich hoffe, es macht trotzdem ein bisschen Spaß zum Zugucken. So, damit verlassen wir das ganze Übungsgedöngel hier. Und gehen mal in die richtigen Matches. Landeanflug auf Numbani. Ja, das kann ja lustig werden. Mit Reiner macht Numbani ziemlich viel Spaß, weil du doch sehr verwinkelt arbeiten musst. So. Der Gerechtigkeit wird jetzt genügen. Ja. Schöni, schöni. Verteidigung. Widow. Wir haben schon ein aktives Spiel. Habe ich irgendwas verpasst? Das ist eine meiner schöneren Fähigkeiten. Benötigen medizinische Betreuung. Tue ich das? Soll ich schon mal aus? Aha, Reaper, sehr schön. Der war mal ein bisschen am Ziel vorbei, ne? Ja, das kriegen wir schon. So, mal ein bisschen wieder aufladen. Ja, mit Verteidigung wäre ich gut. Das passt schon. So, jetzt gucken wir mal. Das ist diese Leistungsverstärker. Nicht schlecht. Gibt doch so ein bisschen Akustiksignal. So. Dann können wir ja wieder die Barriere ein wenig aufpumpen lassen, wenn gerade keiner da ist. Ist immer wichtig, ne? Wenn gerade keine Gegner irgendwo am Spot sind, einfach aufladen. Schild runter. Dann läuft es. So. Thanks, mate. Was machen die jetzt alle da vorne? So. So grob gefragt mal. Wie lange hältst du eine Barriere? Solange bis du zusammenbricht, oder? Vor mir kann sich niemand verstecken. Oder bis halt eine neue gestellt wird. Oh, jetzt kommen sie, guck. Oh, jetzt kommen sie von rechts. Kriegen wir. So, meine Ult. So, und dann wischen wir mal auf. Was zur Hölle? Könnte ich das in der Replay bitte nochmal haben? Immer fest mit Blut!
Widerstand. Wie kann denn das sein, dass meine Ult jetzt da überhaupt nichts gebracht hat? Wie geht denn das bitte? Alle zu mir! Ich hab dich im Visier. Oh, wir haben noch eine Verlängerung. Go, 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 go! Mal durchs Gemüse metzeln. So läuft das hier, siehst du? Na komm her. So. Läuft doch. So läuft das. So läuft das. Highlight des Spiels. Ja, okay. Kann man Teil erzielen lassen. Das ist doch mal nicht schlecht. Danke. Vielen Dank. So, dann würde ich gerne weitermachen mit dem Team, dann geht's schneller. Ah, Level 30 mittlerweile sogar schon. Aber wenn ihr dran bleibt, am Schluss mache ich noch ein, zwei Lootboxen auf, wenn ihr Bock habt. Ich habe gerade im Moment 4 zur Verfügung. Habe ich mir ein bisschen aufgespart für euch. Ne? Oh, das ist auch schön. Das ist auch eine schöne Map. Na, Momo? Oh, mein. Das furiose Hühnchen holt sich gerade seine Streichleinheiten ab. Während wir hier warten. Da musst du gar nicht lang warten, guck mal. So, natürlich ist wieder eine Orissa schon vergeben. Aber das ist mir egal. Das ist mir egal. Ich find's mir auch dann so lustig, wenn dann so die Orissa-Spieler dann so sagen, so, wenn die dich dann so attackieren, das ist so schön aufgegangen. Dass die euch dann so anhauen irgendwie. Ah, wir haben Wartungsspieler, okay. Wenn die euch so anklopfen, so von wegen, du bist ja ein Tank, was macht ihr denn da? Unterwegs nach Nepal. So, und los geht's in Nepal. Machen könnte interessante Runde werden mit Reinhard. Wählen Sie Ihren Helden. Ja, es ist mir egal. Ihr könnt eure Orissas spielen, so viel ihr wollt. Ich spiele über einen Charakter, den ich hier präsentieren will und mit dem ich mich auch auskenne. Schreite hier nach Healer, ne? Der Gerechtigkeit wird Genüge getan werden. Soll er sich doch einen Healer holen, wenn er einen möchte. Hallo! Freunde, was steht ihr noch untätig rum? Da schreit jemand nach einer Abtreibung! Ach, Leute! Komm hier! Und los geht's! Na, mach auf! Zielpunkt einnehmen mag ich total gern. Weil du da entweder Glück haben kannst oder ein Mordspech. Das ist tatsächlich sehr tagesformabhängig. Torbjörn ist hier sehr, sehr geil. So, ich mach mal ein bisschen hier raus. Da kann ich dann noch sterben, das ist schon in Ordnung, aber das beruhigt einfach mal den Spot so ein bisschen. Einfach mal mich so ein bisschen anbieten. Und ich halte am meisten aus, das heißt, ich biete am längsten ein Ziel. Na, was soll das, ne? Also, ist auch immer, das heißt immer so, na, nicht mit 300 vorstürmen. Haben sie ja recht. Haben sie ja meistens recht. Ach, Leute! Danke!
Aber manchmal musst du einfach vor. Wenn du merkst, okay, es beruhigt sich nicht, der Spot bleibt nicht in Ruhe, wie auch immer, ne? Kontakt, da kann man mal wieder ein bisschen den Schild runterlassen. Ja, die hat wenigstens noch gezündet. Die hat wenigstens noch gezündet. Wir haben gerade den Punkt verloren? What the fuck? Wir haben gerade den Punkt verloren? Leute! Was lasst ihr euch denn so überrennen? Jumpred? Welcher? Unsere? Ja. Okay. So, egal jetzt. Vor. Du bist mir? Okay. Ja, das gibt's das. So, jetzt aber hier. Na, schau. Es läuft doch, wenn es läuft. Was willst du denn? Langweilig? 1:0. Manchmal. Ja, läuft gut. Läuft gut. Grüß euch! Ja, das Torbjörn und Reinhard. Die mag ich so ein bisschen am liebsten. So, los geht's. Einfach mal wieder so ein bisschen zurückdrängen. Ja. Das war aus dem Rücken. Das war aus dem Rücken. Was sollst du da machen? So. Los, Leute! Ihr müsst diesen Punkt halten! Oh, 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 auf den Punkt, auf den Punkt! Nein, 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 nein. Ja, hinter mir müssen meine Leute wegmachen. Autschi. Hinter mir müssen meine Leute wegmachen. Also, hinter mir kann ich mich nicht konzentrieren auch noch. Ah. Das ist ärgerlich. Punkt verlieren ist immer ärgerlich. Wie schaut man aus? Kommen da ein paar Leute. Wie schaut man aus? Wie schaut man aus? Nicht gut. Mein Ultimate ist fast bereit! Red Racer.
Das checke ich manchmal nicht, warum man sich da umdreht bei mir. Komm ich da durch? Mal ausprobieren. Noch bin ich hier nicht, mein Ultimate ist bereit. Mein Ultimate ist bereit. So, jetzt haben die bald einen Vorstoß. Vorsprung. Oh, das sollten wir hinkriegen. Da, was soll das? Was soll die Scheiße? Nein! Nein! Oh Gott! Fuck! Das hasse ich immer so. Aber ich habe auch echt gerade unglaubliche Lags. Das ist halt echt dieses Wald- und Wiesen-Internet hier. Das ist so schrecklich. Können wir jetzt. Können wir auf den Punkt gehen? Schaffen wir das? Keine Sorge, Freunde! Ich bin euer Schiff! Ja, was willst du machen? Ich kann nur den Punkt retten. Ja. Was soll ich machen? Team-Up geht nicht. Das funktioniert hier nicht. Ein Team-Up kannst du vergessen hier. Versuch da draußen nicht in die Schusslinie zu laufen. Hat er Ayukan gesagt? Hat der gerade Ayukan gesagt? Ayukan! 3, 2, 1. Was geht's? Nehmen Sie den Zielpunkt ein. So, den kennen wir ja schon. Und den können wir auch schon. Ne, den kennen wir noch nicht. Ah, das ist ja der. Verdammt. Der Punkt ist ja auch noch nicht aktiv. Also es bringt eigentlich noch nichts, jetzt schon drauf zu gehen. Und dieser gerade eine Ana? Ja, wir haben eine Ana. Lustig. Wo bist du? Oh. So darf das. Und da sehe ich von links gleich jemand. Auch nicht? Boah, haben die mich jetzt so unter Feuer gehabt, dass wenn ich mein Schild einmal kurz runtergelassen habe. Ah, ich hatte schon so ein bisschen Schaden. Verstehe. Ja, da bleiben wir uns mal kurz. Alles gut. Alles gut. Sicher den Punkt. Und wieder sterben die Menschen. Da hat mich die Erna noch geholt. Aber mehr als aufräumen kann ich halt nicht, ne? Ich kann halt nicht mehr als aufräumen. Könnt ihr bitte auf den Punkt gehen? Einfach nur auf den Punkt gehen. Würde reichen. Einfach nur auf den Punkt. What the fuck? Naja, muss wohl so gewesen sein. Wenn es da so im Replay stand, muss es wohl so gewesen sein.
Sondern ich hoffe, die anderen kommen dann auch, ne, weißt du? Das ist so... Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich muss da rein, weil sonst machen die anderen gar nichts. Weißt du, wenn ich die sehe, dass sie dann in diesem Torbogen stehen und versuchen, die da irgendwie da oben runter zu ballern, das klappt halt nicht. Das klappt halt nicht. Die haben da oben einen Heiler, was wollen sie machen? Die müssen da rein, die müssen die Leute da wegbekommen. So, was ist jetzt? Können wir jetzt vorgehen einfach? Hallo? Wo ist denn der Rest vom Schützenfest? Ihr kommt von der Seite? Ernsthaft? Leute. Schon viel besser. Was hat die hier vor? Kills abstauben oder was ist? So, jetzt hätte ich zwei von denen auf mich gebunden. Guck mal, was machen die da? Was macht ihr da? Was zur Hölle? So, jetzt muss ich rein. Was ist das Spiel gleich aus? So läuft es, verstehst du? Rein. Bei 99% da hinten stehen bleiben, ja, die haben sie doch nicht alle. Euch geht's doch zu gut. Ja, du jagst mal deine Tracer da hinten. Siehst du so Rotzekacke hier? Was willst du gegen eine Champion-Ulti machen? Was so ungefähr willst du denn machen? Alles klar, ne? Ja. Das war's. Verloren. Schade. Niederlage. Naja. Hätte ja funktionieren können. Highlight des Spiels. Hätte funktionieren können. Gell, Momo? Ja. Yeah. The triple kill. Naja. Okay. Da hat irgendwie unsere Flanke nicht funktioniert. Irgendwie hat da die Flanke nicht funktioniert. So. Ne, du bist doch nicht schlecht hier. Gut, dann verlassen wir das Match hier. Das sollte jetzt reichen. Ja, und wie versprochen, machen wir noch ein, zwei Lootboxen schnell auf. Alles klar. Lootboxen. Machen wir die erste auf. Hui, Sound funktioniert ja heute super, ne? Lustig. Was haben wir denn? Spieler-Icon. Ein Spruch. Noch ein Spieler-Icon, aber welches? Lädt gerade nicht, macht nichts. Und ein Spray. Das kann nicht sein, dass das so an meiner Internetverbindung hängt. So, und die zweite. Was haben wir noch? Oh. Gucke. Ein Highlight-Intro. Schöni. Was haben wir hier? Ein Roadhog-Skin. Sehr geil. Nochmal ein Spieler-Icon. Und ein Maze-Spray. Haben wir schon. Macht nichts. Alles klar. Nee, dich hebe ich auf. So, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Heute war es ein bisschen hackelig, es tut mir leid. Ich hoffe trotz alledem, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat zuzuschauen. Falls ihr noch ein paar Tipps für mich habt, wie immer, über Reinhardt, wie ich den spielen sollte, was ich nicht tun sollte, was ich vielleicht eher verbessern könnte. Ich habe euch meine Entscheidungen, warum ich manches gemacht habe, so ein bisschen genannt. Ich hoffe, ihr konntet das nachvollziehen und entsprechend steigt da hoffentlich ein bisschen drauf ein und gibt mir so ein paar Tipps, was ich noch anders machen kann. Also, in diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Episode und bleibt mir gewogen, bleibt mir treu, habt viel Spaß, macht's gut, ciao.